Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge Odyssey im Auftrag des Königs, eine Modifikation von Gothic für Gothic 2. In der 20. Folge sind wir richtig viel zu viel Geld gekommen und ich hatte Marbots Schlüssel gefunden und als er meinte, so von wegen, ob wir denn wüssten, wer in seinem Zimmer war, nö, wir haben uns gut rausreden können. So, und das mit der Inventaranzeige läuft auch, aber er ist hier mit einem Pfeil unterwegs. Wieso denn das? 35,15. Wieso denn das? Wieso denn das? Okay, nehmen wir mal hier den Bogen in der Hand. So, zack. Und da liegt ein Pfeil. Den hat er fallen gelassen. Gut, okay, wollen wir natürlich nichts verschwenden. Ah, gucken, was Fred hier so in der Sonne sitzend macht. Oh. Ich habe das mit der Atemtechnik ausprobiert. Und? Hat es geholfen? Und wie? Ich kann fast so lange unter Wasser bleiben wie ein Wal. Na, jetzt übertreibst du aber. Aber nur ein bisschen. Diese Atemtechnik ist wirklich gut. Danke für den Tipp. Okay, jetzt haben wir die Eigenschaften eines Wals. Um noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu sammeln. Da hinten sind die Wölfe. Ob ich dann nicht doch einmal eben kurz zum Strand rüber schwimme. Machen wir es mal. Und Jump. Richtig cool. Ups. Was war denn das? Auch so ein lustiger Anzeigefehler. Aber ich will doch nochmal gucken. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie... Oh, Leute. Ich sollte mir doch irgendwie eine Tauchermaske schmieden. Das geht? Ja, mal so ein bisschen unter Wasser hier. Leute, nichts... Nichts ist hier fehlerhaft, das ist so. Ich will noch mal gucken, ob ich nicht eventuell irgendwo noch was finden kann. Was sind das für komische Anzeigefehler hier? Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Ja, okay. Ah, da haben wir was gefunden. Rostige Axt. Rostige Axt. Super geil. Okidoki. Wir können tatsächlich Wir können ja tatsächlich lange die Luft anhalten. Schauen wir mal, was bei dem Schiff zu finden ist. Schiff fischt. Der Schiff fischt. Der Schiff fischt. So, also, meine wahlige Artentechnik. Aber da hinten sind noch mehr Fische. Schiffe. Okay, nee, bringt nichts. Sind da hinten so viele Schiffe auf dem Grund. Seht ihr das? Machen wir später. Auf zum Strand. Oh yeah! So, jetzt sind wir am Strand angekommen und schauen wir mal, welche Sachen finden, wie Kristalle und Edelsteine, wie es in dem Buch da hieß. Ich weiß nicht, ich sehe immer so Flecken, aber ich glaube, das ist Textur. Ne, das ist nichts. Gut. Okay. Scavies, ja, Scavies. Okay, gehen wir erstmal in eine sichere Position. Und, speichern mal ab. Und dann gucken wir mal, ob wir unseren Wolfszahn anlegen können. Beziehungsweise den haben wir, ne? Ist er das, der Wolfszahn? Ist er, ne? Ja, ist er. So, also mal ein paar Scavies rauslocken. Dann müsste es eigentlich klappen.
Okay, Scavengerfleisch. Oh, Feuer. Athanos Gavi, 70 Erfahrung. Yes, sir. Ach, Klappmuschel. Federn, aha. Also auch Athanos-Federn. Kann am Athanos-Scavenger auch Federn kriegen. Das ist ja super. Aber dann, was macht man damit? Pfeilherstellung. Bestimmt für die Pfeile. Ich kann die immer noch nicht herstellen, aber... Okay, mal ein bisschen was essen wieder. Siehst du, guck mal, gebladene Fleiß. Und nochmal gebladene Fleiß. Fleisch. So, wen locken wir denn hier nochmal raus? Ah, schön, das ist gut. Vielleicht komme ich dann Level höher. Oh, das läuft. Das läuft richtig gut. Freut mich bis jetzt, läuft's gut. Ah, da hinten sind auch noch ein paar, aber da bewegt sich noch was. Hier ist auch noch was. Oh, bei zwei. Nee, müssen wir nicht haben. Ja, da kommt ne. Ah, shit. Okay. Ah, ich glaube, ich bin schneller im Einhandkampf geworden. Was ist denn klasse? So, Sicherheitshalber nochmal wieder fluppen. Ich glaube, jetzt geht's gut. Oder war hier einer? Im Gebüsch. Oh, da sind schöne viele Scabbies. Und Wölfe. Oh, nee. Oh, aus der Entfernung hat er mich genommen. Oh. Läuft. Warte mal, ich habe so viele Fische hier. Und die geben ja nicht so viel her. Oh, Erbilge. Auch nicht so viel her. Und eins kann ich nur empfehlen. Achtet auf eine ausgewogene Ernährung. Die ist wichtig. Weiter geht's. Oh, hinter mir. Mit Mole Red. Täuschen. Dann gehen wir erstmal hier am Rande des Strandes entlang. Oh, no. Keine Lust. Sorry. Hallo, vielleicht mein Pfeil ziehen? Oh, auch nicht. Oh, er rutscht da rum. Die kommen auch noch hoch, die Irren. Weiß nicht, ob ich die Monorets kriegen könnte. Ich weiß es nicht. Aber so dicht an mich rankommen sie nicht. Aha. Läuft. Okay. Die hätte ich wahrscheinlich auch mit einer Sense erledigen können oder mit meinem Schwert. Ah gut, okay. Ich sehe es ja ein. So, mal kurz gucken. Nicht doch was. Die Klappmuschel. Die habe ich noch alle gar nicht geöffnet, die Muscheln und so. Da hinten noch was? Nee.
meinte hier noch einen Fisch gesehen zu haben, aber das war glaube ich nicht. So, okay. Wieder ein okay, einer. Gucken, ob ich den auch so kriegen kann. Mit dem Schwert, ohne dass ich hier sinnlos Pfeile verballere. Oh, hätte ich das gewusst. Oh, hier. Hier sind noch ein paar Muscheln. Richtig. Haben einen super tollen Strand von Helgoland. Nee, auch nicht. Na los, komm. Okay. Bisschen hat er mich erwischt. Aber warum sind da gleich 1, 2, 3, 4.000 Gabbys? 4 Stück sehe ich da. Ja, da kann man ja überhaupt nichts rauslocken. Oh, Leute, nee. Aber ihn hier, ihn kann man nehmen. Ja, sehr schön. Bukka. Komm, du Vieh. Ich hab Hunger. Ah ja, ein Brot. Da kann ich ganz vergessen. Ah, ein Brot gibt auch lecker. Ja, los. Was haben wir denn hier? Eine Milch trinken wir auch mal. Nicht verschlucken. Und auch noch eine Wurst. Lecker Wurst. Wurst ist gut. Wurst ist lecker. Richtiger Schwarm da. Na, vielleicht kann ich es ganz langsam schaffen. Seht ihr an da? Na los! Ach, ich baller jetzt einfach mal drauf. Bringt nichts. Draußen wieder dunkler, ne? Ja. So, ja, immer schön. Also, die kann ich nicht so hervorlocken. Oh. Nicht zu plündern. Der erste Schlag sitzt bei mir noch nicht so richtig. Weiter geht's. Lasst uns Scavenger jagen. Ach da, da können. Oh, endlich. Gemetzel. Gemetzel. Ja. Ja. Dass man es einstecken musste ich. Der ist aber zäh. Fleisch, dann bringt er auch wieder nichts. Schinken, oh, ein Schinken bringt viel, das ist gut. Haben wir noch nicht. Wir werden hier nicht besoffen in den Kampf gehen. So, was gibt's denn hier noch? Ein paar Heilkräuterchen. Was haben wir denn hier? Waldbeere. Gibt's 5 Lebensenergie, ja, ein paar Waldbeeren. So, Dölle. Ja, hier sind noch ein paar einzelne. Schön. Wer ist denn das? Der Linke. Komm her. Oh. Jetzt aber. Oh yeah. Und Hacker. Stufe gestiegen. 10 Lernpunkte. So,
Na, jetzt bin ich schon am Überlegen, was ich noch machen muss, außer Kraft, Geschicklichkeit. Mann, was war denn das noch? Es waren noch ein paar Talente, die ich brauche. Los, los. Hallo? Nicht daneben hauen. Es gibt ein Festessen. Na. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Irgendwo war noch eine Waldbeere. Nicht zu holen. Alter Schwede. Sollte ich mal meine Blutung stillen? Oh, ich brauche mal einen Trank. Jawohl. Lecker Brot. Knurps, Knurps, Knurps. War da noch wer? Okay, waren hier auch noch wer? Oh, da ist ein. Da ist was. Eine Gruft oder sowas. Oh, dann springen sie doch hin. Perfekt. Na? Klasse. Da hinten ist auch noch einer. Das ist ein Friedhof, ne? Vielleicht gibt es auch wieder einen Teleport. Ah, gleich zwei von der Sorte. Nein. Okay, der kommt. Wie aus? Komm doch mal, komm doch mal. Oh! Jetzt hat er mich auch ganz schön genutzt, ey. Manometer, lieber Peter. Ein bisschen Brot gibt's ja überall. Mal gucken. Saftiges Muschelfleisch. Lebensenergie Bonus 20. Was? Roh unbedingt genießbar. Unbedingt genießbar oder unbedingt genießbar? Das ist die große Frage. Mal gucken, vielleicht trinke ich doch jetzt mal einen lecker Wacholder. Vielleicht gibt es irgendeinen Gag. Ah, nur dass es so lange dauert. Okay, und letztes Stückchen Fleisch. Nee, nee. Wolf will ich nicht. Wo ist er? Übrigens ist da wieder ein Baumstamm. Da ist ein Baumstamm. Okay. Ja. Wir haben wieder 10 Lernpunkte. Aha. Doch noch so viel zu holen. 2185, ne? 5? Nee. 2000. Nee, 2000. Okay. Wir machen's folgendes. Wir flutschen zur Burg. Hä? Oder auch nicht? Was ist denn jetzt los? Nicht doch. Ruhig. Aha. So. Weil ich brauche ja Fähigkeit. Nur was für Fähigkeiten soll ich... Ach ja.
Mal gucken. Wir müssen ja zu unserem Schmiedchen, damit wir unbedingt Pfeile herstellen lernen können. So, der wird natürlich hier auch wieder nicht da sein. Hallo? Oh. Wo ist der jetzt wieder? Der ist bestimmt oben im Mampfusraum. Mampfraum. Da, wo gemampft. Okay. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich kann das nicht mehr hören. Ach, da ist er. Während ich hier die ganze Zeit durch die Burg... Theodor! Hey du! Hi. Hallo Theodor! Hallo Theodor! Na, viel zu tun? Große Aufträge habe ich hier schon lange nicht mehr erhalten. Ein Schmied wie ich wird erst richtig in Kriegszeiten gebraucht. Ach so. Okay. Jetzt möchte ich auch gerne was von dir lernen. Und zwar, wie ich Pfeile herstellen kann. Zeige mir, wie ich Pfeile herstellen kann. Gut, ich werde dir erstmal zeigen, wie du gewöhnliche Pfeile herstellen kannst. Die üblichen Pfeile bestehen aus Pfeilschaft, Befiederung und geschmiedeter Spitze aus Metall. Daneben können Pfeilspitzen auch aus anderen Materialien gefertigt sein oder andere Formen haben. Die Pfeilspitzen aus Metall werden aus Eisen geschmiedet und nicht gehärtet, damit sie beim Aufprall nicht abbrechen. Hierfür kann ich dir gerne einige meiner Eisenrohlinge verkaufen. Zur Schäftung gibt es zwei Typen, nämlich Spitzen mit Angel und Spitzen mit Tülle. Spitzen mit Angel sind leichter zu schmieden, werden in das Pfeilende eingesetzt und mit Pech verklebt. Danach wird das Pfeilende mit Band oder Draht umwickelt und auch mit Pech verklebt. Bei Spitzen mit Tülle wird das Pfeilende in die Tülle eingepasst und dann mit Pech verklebt. Die Pfeilschäfte werden meist aus Eschen oder Birkenholz hergestellt. Die Befiederung hingegen dient immer dazu, den Pfeilflug zu stabilisieren. In der Regel werden die Schäfte mit zwei oder drei Federn befedert, die am Ende des Schafts angebracht werden. Am häufigsten werden Scavenger-Federn für die Federung verwendet, aber auch Raben- oder Harpienfedern werden schon mal benutzt. Das ist gut. Jetzt weiß ich's. Zeig mir deine Ware. Okay, er hat nochmal 50 Pfeile, wir haben nur noch 18. Aber wir können jetzt Pfeile herstellen. Hat er irgendwas, was nützlich ist? Pech. Haben wir Pech? Ja, wir haben doch diese drei Pech-Dings gefunden. Da irgendwo in so einem Erker. Das weiß ich. Das weiß ich genau. Da, haha, sogar 6 Pech. Okay. Ja, dann gehen wir hin und machen unsere ersten Pfeile. Hallo? Warum geht das nicht? Pfeile herstellen. Ich habe Baumstamm. Ich habe diese Scheiben. Muss nur noch gespaltet werden, hieß es. Was sind das? Bürste. Wo sind denn jetzt meine gespalteten Scheiben? Hier, da. Holzscheibe. Muss nur noch gespalten werden. Aber wo spalte ich die? Da kriege ich Kopfschmerzen. Oh. Spalt. Schaltet den Schmerz ab. Schnell. Ja, okay. Witzlos. Habe ich irgendwas übersehen hier bei ihm? Moment mal. Oder nochmal eine Werkbank, aber da kann er. Hä? Moment nochmal. Amulette schmieden, Ringe schmieden, Rüstung verbessern, Pfeile herstellen, Bolzen bearbeiten. Gucken. Geht ja auch nicht. Und was mit Hacken war ja auch nix. Mit Hacken war nix, ne. Ich hab doch schon Holz gehackt. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Jo.
Doof. Gucken wir mal in unserem allgemeinen Infos. Wasserpfeife. Ja, das war cool. Herstellen von Pfeilen. Also, Theodor kann mir beibringen. An einer Werkbank könnte ich unter anderem Pfeile und besondere Bolzen herstellen, wenn ich über das nötige Wissen verfüge. Normale Bolzen hingegen könnte ich mit einem Rohstahl am Amboss herstellen. Ein guter Schmied wäre in der Lage, mir das beizubringen. An einer Säge kann ich Holzscheiben sägen. Ja, das weiß ich. Die ich mit einer guten Holzfäller-Axt an einem Holzklotz zu Pfeilschäft spalten kann. Ach, auf den Holzklotz! Wenn ich dann eine Holzscheibe habe, könnte ich auch mal Holzklotz in einer guten Holzfällerei zu Pfeilschäften spalten. In einer guten Holzfäller-Axt. Ach so. Ja, okay, das wissen wir jetzt. Die Grundkiste ist falsch, habe ich jetzt bekommen. Gut. Okay, jetzt müssen wir nur wissen, wo. Aber ich will mal gucken, ob ich schon irgendwie Pfeilspitzen herstellen kann. Pfeilspitzen schmieden. Pfeilspitzen schmieden! Oh, ich habe Pfeilspitzen geschmiedet. Gucken wir auch gleich mal, wie die aussehen, die Pfeilspitzen. Sind das die hier? Ein Stängel Sumpfkraut? Nein. Pfeilspitzen. Vielleicht oben bei den Waffen irgendwie. Pfeilspitzen. Pfeilspitzen. Das ist das Buch, was nicht angezeigt wird hier. Die Schäferrot. Das ist das Buch, was nicht angezeigt wird. Der Edelsteinringe. So, Moment. Das Ding. Ich muss mich erstmal orientieren hier im Inventarlager, das ist Horn, wo denn hier die Pfeilspitzen sind. Klingeln. Fünf Kohle schreiben. Goldener Ring. Was haben wir hier? Federn, Pfeilschaft, Pfeilspitze. Achso, oh, das sieht man gut. Jetzt habe ich doch falsch. Ach, Pfeilschäfte habe ich schon, weil ich die schon. Ah, verstanden. Also, erst die Pfeilspitzen. Dann die Pfeile an der Bergbank herstellen. So wie ich das sehe. 10 Pfeile herstellen. 10 Pfeilschäfte, 10 Pfeilspitzen und 10 Federn. Jawohl. Wunderbar. Mehr kann ich nicht herstellen. Oh, doch, geht. Ich habe ja 39 Pfeilspitzen gekriegt. Okay, dann geht's. Dann geht's ja. Herrlich, 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 herrlich. Wir konnten Pfeilspitzen herstellen. So, dann, Moment mal, wie viele Pfeilspitzen haben wir jetzt noch? 10, 130 Federn. Ne? Und was ist das, wie Federn aussieht? Feder zum Schreiben. Das heißt also, wir haben wieder 38 Pfeile. Also, gehen wir mal. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nicht wegschmeißen. So, habe ich die 38 Federn noch? Ja, Federn. Pfeile da. Oh, bei dem Sauwetter gehe ich nicht raus. Moment mal, wo konnte ich denn. Ich habe ja Baumscheiben. Wo konnte ich denn das machen? Wo konnte ich denn das machen? Da war doch was. Da war doch was. So. So. Der denn hin? Rekrut. Kann ich schon Gobos? Weil ich bin immer im Überlegen, ob ich. Oh ja! Yeah. Ich glaube, hier geht's. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, muss ich auch wissen. Also, beim nächsten Mal gibt es Holz. So steht es in den heiligen Schaft. Bearbeitung. So, erstmal trocken werden. Okay, in diesem Sinne, die Probleme habe ich bis zur 22. Folge. Kommentiert gerne, gebt gerne einen Daumen, abonniert mich und wir sind so weitergekommen. Wir haben Pfeilspitzen herstellen dürfen. Okay, ciao, macht's gut. Ja.